Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von, genau, Dealers Live 2. Wir spielen weiter, Freunde. Und ich wollte mal eben ganz kurz mir so ein paar Kleinigkeiten angucken. Und zwar wollte ich mal eben beim Shop schauen. Arbeitsplätze 3. Ja, wir bräuchten Arbeitsplätze 4 irgendwann. Metallbüro, Stadtteil, Geschäftsviertel. Alle Geschäfte ansehen. Achso, da kann ich hier durchswitchen oder was? Das ist mein aktuelles Geschäft. Vorstadt. Wenn wir jetzt upgraden, dann kommen wir ins Geschäftsviertel. Da werden natürlich dicke Geschäfte gemacht. Wir haben höhere wöchentliche Kosten. Und natürlich kostet das für sehr viel Geld. Und das, dafür müssen wir jetzt erstmal ein bisschen geduldig bleiben. Wir haben ja jetzt erstmal eigentlich einen ganz guten Lauf. Wir haben 8 von 10 Artikeln. Ganz gut, ganz gut. Die können im Moment alle gar nichts machen hier. Okay, das heißt, wir springen jetzt erstmal einfach rein. Und bekommen hier, was ist das denn? A Gripper, Alter. Ein verziertes Messer aus der Renaissance, hergestellt in 1532. Das sieht ja aus wie Altairs von der Oma von Altair. Das Supermesser. Die Schätzung liegt ein bisschen drunter. Er glaubt nicht, dass es gefälscht ist. Dann lass uns mal drüber quatschen. 5-2 willst du haben. Weißt du was? Kannst du mir mal 5-2, kannst du mir mal ganz ordentlich. Ich gebe dir 3-8. 4-9. Gebe ich dir vielleicht 4. Maximal. Vielleicht auch 4,50. Ah. Okay, sind wir noch ein bisschen unter der Schätzung geblieben. Wenn wir das reparieren lassen können, außer das kauft jemand direkt wieder für einen guten Preis, dann ist das kein Problem. Was hast denn du da? Was ist das denn? Du hast was gewonnen? Lass mal sehen. Ein Trollodor. Ein Trollodor 64. Der gehörte Julie Roberts. Julie. Ah, okay. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde. Lass uns verhandeln. 3.900, schrecklicher Zustand. Aber so, das kriegst du aber nicht von mir. Jo, Junge, jo, kriegst du 2.950, komm. Was, 4.000 hier, komm. Kriegst du aber hier einen Tritt ins Gesicht, kriegst du von mir. So, Albert Pacino. Warum ist das ein Käseraumschiff? Sitzen haben dafür. 14.000! Das riecht für mich ja schon wieder nach einer Fälschung. 10,6. 11,2. Naja, da bin ich ja mal gespannt. Expert Mike! Okay, okay, okay. Was? Moment! Oh nein. Oh, eine Lagerauktion und ich habe keinen Platz mehr. Ach, Manno. Das hier wird gerade... Boah, das ist immer noch hier. Wenn das nicht abholt, dann gehört's uns. 3 Tage. Ich habe viel Pfandkram gerade irgendwie hier, ne? Das Ding mal bitte ganz kurz. Checken. Oh, eine gute Münze. Eine gute Münze. Ungewöhnlich schlecht. Wir wollen mal eben... Ah, nee, aber nicht für den Preis. Ich habe eh keinen Platz mehr, ne? Ich jetzt sage, lass uns verhandeln, ist doch eh Quatsch, ja. Mittelalterliches Spielzeug gehört nun dir. Geil. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Das finde ich gut, das finde ich gut. Wow, hoffentlich kauft das jemand. Oh, da will schon einer was haben. Seltenes Buch, aha, antikes Buch. Es ist sehr antik. Dann lass uns mal verhandeln, junge Dame. Wie war, wo war, wö? Geiz Plus, oder was? Ich kann das irgendwie immer noch nicht richtig einschätzen, um ehrlich zu sein. Was soll das jetzt bedeuten, wenn Alanis, die hat jetzt hier einen dicken Plus-Modus. Was ist das? Achso, ne, ist die jetzt geizig oder nicht? Also ist Geiz eher Minus oder ist Geiz eher Plus? Also, ne, ist sie Plus, also super geizig oder ist sie bei Minus super geizig? Ich sag mal 28.000. 26,5. 24,5. Sie will 21 zahlen? Nee, auf gar keinen Fall. Da will einer was, da will einer was. Das gute Schwert. Lass uns... Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Der will kaufen das Schwert von die Halls. 90. Wow. Richtig nice. Das war mal wieder... So, der Andi, was hat er? Ah,
okay. Und das Ding ist authentisch? Okay. Also ist das Ding hergecheckt hier? Das ist alles hergecheckt. Ey, ich hab gute Sachen. Ich hab gute Sachen. Krug, ey. Hoffentlich kauft einer den Krug. Dann sind wir richtig dick im Geschäft, Leute. Das Renaissance-Messer. Ich könnte das Buch noch ein bisschen weiter restaurieren, aber erstmal wollen wir die... Die schlechten Sachen wollen wir weghaben. Das Ding ist geprüft und auch noch schlecht, aber da muss der andere Restaurator, muss da noch so ein bisschen. Sancho, ich will erstmal mich verbessern. Mit ein bisschen mehr Glück. Und mit ein bisschen mehr Brain vielleicht. So, da erstmal 20.000 rein investiert. Die haben zwei Gegenstände. Gucken wir mal, wir haben ja noch ein bisschen Platz. Hä, das Ding? Okay. Nämlich ein wunderbarer, wunderbarer schöner Tag. Willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben heute ein wundervolles Stück zu versteigern. Der Startpreis liegt bei 16.200 Dollar, höre ich. Das erste Gebot von Kreisverkehr, 16.200 Dollar. Ein wunderbarer Preis, 17.200 Dollar, 17.200 Dollar. Da geht aber noch mehr, 18.200 Dollar hier wieder von Kreisverkehr, 19.200 Dollar, 19.200 Dollar von Samuel. Samuel wird überboten von Kreisverkehr, 20.500 Dollar, 20.500 Dollar. Oh, da geht es weg. Sancho mit 20.500 Dollar, wunderbarer Preis, ein wunderbarer Preis. So, wie geht es um den Zustand dieses Geräts, was ich gekauft habe? Selten gut, Kategorie Vergnügen. Wir lassen das mal schätzen vom Experten. Ich wollte dir etwas Einzigartiges geben. Es wird dir bestimmt gefallen. Lass mal sehen. Ungewöhnlich im Haushalt. Alte Bierkrüge. Ich habe eh kein Geld. Ich kann eh nichts, ne? Also, ich kann dir eh nichts kaufen. Kein Interesse. Oh, Manno. Der Pfandschein, Besitzer hat zurückgekauft. Jawoll, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Habe ich noch Pfandgegenstände hier? Was war noch Pfand? Müsste jetzt alles durch sein, ne? Ja. Okay, wunderbar. So, dann lass mal sehen. Ah ja, wunderbar. So eine schöne alte Rüstung hier. 10.200, das ist gut, das ist gut. Aber ich hätte gerne, vielleicht hätte ich gerne 13.200. Wie was? Ja, dann geh doch, dann geh doch. Boah, der hat hier Goldbarren. Der hat hier Goldbarren. Jawoll, komm, da reden wir. 265.000, Alter. Verwalter. Komm, geh noch 305.000. 280, 300.000, komm. Wow. Jawoll. Jawoll, Alter. Auftrag erledigt, Darius. Ja. Ist authentisch, was? Okay. Das war nicht gut. Da machen wir aber Verlust hier mit der Schätzung. Ey, wir müssen diese Pistolen loswerden. Das Ding, nee, ich brauche irgendwas, was noch schlecht ist, was ich noch restaurieren kann. Das hier. Oh, wow, Leute. Oh, wow. Geschäft upgraden. Ich brauche dringend mehr Arbeitsplätze, aber das U-Boot kostet schon 1000. 1000, 100.000. Sancho, talentierter Sanch. Mein bester Freund ist Sanch. Immer mehr Kunden. Ja. Yeah. Und noch Charisma, ehrliches Ansehen. Fortgeschrittener Typ. Hey, Sancho haut raus, oder? Als Kreis konnte ich nicht so gut. Aber jetzt mit meinem neuen alter Ego. Dem Gestank nach zu urteilen, ist hier Abwasser in dein Gesicht geflossen. Ey, was ist los? Ey, wenn du es nicht reparieren lässt, dann stinkt's. Charisma 3, würde ich sagen. Zahlen wir halt weniger. Guten Morgen, mein Name ist Beth Beckerain. Beth Beckerack, oder was? Lass mal sehen, was hast du denn da? Mir wurde schon mal so ein ekliges Ding verkauft, ganz schlecht. Kein Interesse, ey. Ich bin hier ein seriöser Laden. Guck mal, ich verkaufe hier epische Bücher. Oh cool, das hat sich jetzt auch verändert. Hier ist mir so doch gar nicht aufgefallen. Schätzung 22, komm. 26. Was? Unter 25 gehe ich nicht. Was ist denn das für ein Typ eigentlich? Ah, der kennt sich aus, oder was? Er ist sehr kompetent. Will er, wollen wir... Ja, ich hab gesagt... Ja, komm, weg. Raus, ich brauche Platz für neue Gegenstände. Episches Zeug muss...
Okay, das sieht schon mal gut aus hier. Wie sieht's aus mit 13,6? 12,8? 12, komm, für 12. Ja, raus damit, raus damit. Wir müssen Kram verkaufen. Ja, die alte blöde Pistole. Ich habe zu viele Pistolen, die müssen weg. Für 5,7. 4,8, komm, ich will sie wenigstens auf die Schätzung. 5,4. Oh. Sehr gut. Ich hätte voll gerne einen Türsteher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja komm, vielleicht findet der noch was. Vielleicht findet der noch was an der Figur, dass wir irgendwie... Lass mal sehen, was geht da ab? 30, 5... 40. Wow, siehst du gerade... Oh, lalalala. Tiefer, seltenes Ding. Es ist selten, also lass uns verhandeln. Ein paar seltene Kleinigkeiten für mehr Kunden im Geschäft. Zeig mir mal dein Skateboard. Aber wir müssen die Kunden irgendwie reinkriegen. Manchmal sehen die ja dann was, was sie... Ja, Moment. Ja, super Pupala. 800. Ich denke, das werden wir schnell wieder los. Du willst das Ding direkt haben. Okay. 3050. Da wieder die alten Pistolen hier. 4,4 ist dein Preis. Ich sag 5,3. Wie wär's damit? Was? 4,6? 4,6? Okay, das passt aber auch. Ein Toaster. Was soll ich einen Toaster verpfänden? Verpfände dich selbst. Ein Toaster. Okay, den Wert konnte er jetzt nicht schätzen, weil... Die sind beide noch am... Ah, ich brauche auf jeden Fall einen Türsteher. Oh yeah. Legendär, guter Zustand. Das checken wir mal. 56.000, sagt er ungefähr. Lass uns quatschen, Boy. 56, nee, Bubi. Das machen wir aber nicht. Das machen wir aber nicht. Wir machen erstmal hier bei 40. Zwei. Entschuldigung. 48. 53. Lass mal sehen. Was ist das? Nee, Alter, kein Interesse. Tut mir leid, das ist ein seriöses Geschäft. Uwa. Ey, wenn das eine Fälschung ist, dann trete ich der ins Gesicht, ne? Das ist eine Socke. Okay, die hat keine Ahnung von dem, was sie da verkauft anscheinend. Oh oh. $12.000 sollte passen. Wie wär's mit 9.800? 10,2? 10,8? Nee. So, Laura haut hier selten und sehr guter Zustand. Was? Super Nintendo. Die ist original. Das weiß ich. Nee, das ist wahrscheinlich wieder eine Fälschung. Hier werde ich oft bekackt, ne, bei sowas. Also jetzt nicht buchstäblich. 22,5, komm. Das ist großartig. Verdammt, die hat mir eine Fälschung verkauft. Die freut sich viel zu sehr. So, Experte Mike hat gerade den Auftrag für Perry Hotter Figur. Oh, siehst du, guck, da haben wir die nochmal ein bisschen höher. Ich würde das hier gerne mal einschätzen lassen. Von meinem Experten. Selten sehr gut. Sollen wir die Kiste hier noch trotzdem restaurieren lassen vielleicht? Holen wir einfach noch ein paar Dollar raus. Lagerauktion. 4. Ah, Mist. Kann ich hier was wegschmeißen? Guck mal, das kostet nur $800. Ja, egal. Ich will auf die Lagerauktion. Und willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben heute der Startpreis liegt bei 102.000. Oh mein Gott.
Okay, okay. Wir brauchen das. Sancho, haut raus. Was ist da los? Sancho wird über... Von Diego Maia, das ist doch kein echter Name, das ist doch ein Fake-Name. Sancho, haut raus. 122.000. Wir sind bei 132.000. 132.000 für dieses wunderbare Lager. 142.000. 142.000. 152.000. 162.000. Komm, macht Sancho dich pleite. Sancho hat nicht so viel Geld. 162.000. Sancho, haut raus. 162.000. Oh mein Gott, war das teuer. Oh, oh mein ganzes Geld. Ich hatte gerade fast eine halbe Million. Jetzt habe ich nicht. Aua, wiwa! Wieso habe ich dafür so viel Geld bezahlt? Gehörte Adolf Hitler! Haha! Ja. Kennt ihn nicht, den alten Adolf Hipster? Oh Mann, ey. Oh, was habe ich getan? Was habe ich getan? Lass mal sehen. Oh Gott, ich brauche Kohle. Schätzung. Komm, 42. 42 ist das Maß aller Dinge. 45, komm. Jawohl, da sind wir wieder im Business. So, die alte silberne Halskälte. Kälte. Was willst du dafür bezahlen? Ich sag, die kostet voll viel Geld. Ich setz voll hoch an bei 17.200. Oh. Naja. Gewinne sind Gewinne. Okay, lass mal quatschen. Was willst du denn haben? Was willst du denn zahlen? Gezahlt habe ich so viel. Vielleicht 2,2. 1,89? Nein. Okay. Okay, noch nicht? Nö. Mano. 1,48, komm. 1,26 will er zahlen. Schätzung hier. Ja, komm, das ist Standardmüll. Boah, ein Kristallschädel mit einer Pfeife. Aha. Er glaubt, dass der gefälscht ist, der Gegenstand. Zehner. 10 plus, Leute. Ich bin ein richtiger Ehrenmann. Und dieses Huhn. Dieses Huhn. Schätzung, ist das ein 20k Huhn? Das ist ein 20k Huhn, oder? 17,8 will sie zahlen. Schätzung liegt da. Ja, okay. Es ist gleich wieder Umsätze. Umsätze generieren. Das ist klar. Also das ist jetzt eine Frage. Die kann ich nicht so pauschal... Da kann ich keine Antwort drauf geben, ne? Das ist eine Frage, die sie mir stellen. Woher soll ich wissen, was genau das am Ende für einen Wert hat? Ich bin kein Experte in dem Bereich und das zu kaufen, das wäre Quatsch. Das weiß ich ganz genau. Wo kommen wir denn da hin? So episch. Das ist ein episches Buch. Das ist ein ledergebundenes Buch aus der Renaissance hergestellt. In 1335, wissen Sie eigentlich, wer in 1335, wissen Sie, wer da an der Macht war? Der Schattenwolf. Das war der König des Schattenwolfs. Und eigentlich hieß der Jim. Der gute Jim, der hatte ein Buch, mit dem hat er ganz toll die Vampire gejagt. So, ich verkaufe das bei einer Auktion. Das ist ein epischer Gegenstand und jetzt haut er mal raus. Jetzt haut er mal raus, die dicken Brocken will ich sehen. Jetzt haut er mal raus, die Brocken, komm. Jetzt haben wir schon mal in der Gewinnzone. Jetzt sind wir in der Gewinnzone bei 170.000, 180.000, komm. 190.000, jawohl, das, jetzt sind wir über der Schätzung. Das ist gut, das ist ein guter Preis. 225.000. Puh. 225.000, Leute. Alter. Fortgeschritten sind wir. So, Geschäft upgraden. Ich brauche mehr Arbeitsplätze. Was bringt mir ein Inventar? Ja gut, das bringt mir was, ne? Mehr Bekanntheit bringt mir natürlich auch was. Ah, gehen wir jetzt schon aufs U-Boot, Leute? Gehen wir jetzt schon aufs U-Boot? Das ist die große Frage, ne? Ich glaube, ich bleibe erstmal noch hier. Und schau mal eben hier. Aber, ey, wir brauchen mehr Gegenstände. Und die sind alle am Arbeiten. Alle meine Mitarbeiter sind gerade belegt. Ich öffne mal. Klobürste. Was geht mit der Klobürste? Nee. Kein Interesse. Achso, das Sofa? Das ist natürlich was Feines, ne? Da müssen wir mal schauen. Lass uns mal verhandeln. Wir sprechen mal drüber, aber ich weiß nicht, ob ich mich da festlegen mag. 19.000. Ist nicht zufrieden, ist aber okay. Sehr gut. So. Geschätzte Wert. Restaurateur. Der neue geschätzte Wert liegt bei plus 17.000. Okay.
Das Ding müssen wir mal echt... Warum will keiner meine Perry Hotter-Figur? Die sind gerade irgendwie nicht... Die laufen nicht, ne? Ach, aus der Waffe könnte ich noch was rausholen, aber... Episch und schlecht. Dann würde ich sagen, werden wir das erstmal... retzfraurieren lassen. So, und das Ding, da schicken wir mal einmal den Checker drüber. Denn dann noch vielleicht findet der in der Sofaritze noch eine goldene Münze oder so. Weiß man ja nicht. Katie! Nee, komm. Also, so ein Pillemann-Zeug kaufe ich nicht mehr. Der möchte was fänden. Lass mal sehen. Hä? Nee, kein Interesse an deinem Pfandgesicht. Oh! Mythisch! Oh Gott! Er glaubt auch, dass der Gegenstand eine Gefälschung ist! Wow! Schade. Aber auch gut. Gut, dass wir den Experten-Checkerlech nochmal gemacht haben. Denn ohne kleinen Checkerlech funktioniert das nicht, Freunde. Leider kein Interesse. Tut mir leid. Lass mal sehen. 20,5. Gute Seltenheit. Wir quatschen. Wir quatschen. Wie sieht's denn so aus mit dir? 20,5. 26? Nein! Ich bin so doof! Leute, ich bin so blöd. Ich war gerade voll im Verkaufsmodus und jetzt mache ich auch noch... Oh Gott. Ah. Die Truhe. Wer weiß nicht, was sie wert ist, oder was? Ah, Kacke. Ah. Dann muss ich das Ding jetzt auf sehr guten Zustand, muss ich gucken, ob ich wenigstens noch... Oh nee, ich bin so doof. Ey, an manchen Tagen passe ich auch einfach nicht auf. Das gebe ich zu, aber es ist halt nun mal... Ja, das ist der Wert, den dieses Let's Play natürlich hat, ne? Das Unvorhergesehene. Damit hat niemand gerechnet. Antike Truhe, willst du haben? Ja, lass uns quatschen. Du hast richtig Geld dabei. 72, komm, ich habe gerade ein bisschen Verlust gemacht. Deswegen muss ich das leider... Oh, vielleicht hätte ich mehr rausholen können. Nee, kein Interesse. Oh, Perry Hotter, endlich! Ey, das Ding steht hier so lange im Laden. Ja, guck mal, der will sogar richtig Geld bezahlen. 15,2. Oh, nee, Perry! Episch, schlechter Zustand. Glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Das heißt immer noch nicht, dass es keine wäre. Boah, was ist das für ein Toaster? Das ist so ein Toaster, wie Keyshaw einen hat. Richtig so ein goldenes Ding mit irgendwie... Ne, der muss jedes Mal ersetzt werden, weil er schmilzt durch die Hitze. Der kostet auch wirklich so viel. Das Sofa liegt jetzt bei... Okay, Mist. Naja, okay, Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Ich bin nämlich richtig geil drauf heute und ich werde noch ein bisschen weiterspielen und ein, zwei Folgen aufnehmen, weil das nämlich cool ist. Und nein, Geldi, pfui, keine Doppelfolgen heute. Also, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen, Freunde. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.